Hallo Petra, ich freue mich sehr, dich zu interviewen zu einem sehr spannenden Thema, nämlich die Akasha-Chronik und dein neues Programm. Erzähl mal. Hallo Cecilia, danke schön für die Einladung. Ja, gerne erzähle ich euch mehr. Die Akasha-Chronik ist das universelle Weltengedächtnis, auch Weltenbibliothek genannt. Ja, jeder Mensch hat eigentlich sein eigenes Buch dort stehen. Da sind alle Inkarnationen aufgezeichnet mit allen Worten, Taten, Handlungen, die man damals gemacht hat. Sogar das heutige Leben ist darin beinhaltet. Und die Zukunft auch? Wer hell sehen kann, das funktioniert auch. Tatsächlich. Okay. Ja, Was genau. ist denn der Nutzen, wenn man in dieser Bibliothek liest, wie du das jetzt machen kannst und das auch weitergibst? Also der Nutzen liegt darin, dass tatsächlich viele Probleme, Blockaden, Themen, die in diesem Leben auftreten, aufgedeckt werden können mit der Akasha-Chronik, aufgelöst und sogar geheilt werden können, damit Wow, es schön. wieder weitergeht. Schön. Und du gibst das auch weiter? Also hast du, ist das eine spezielle Fähigkeit, eine Gabe, die einem in die Wiege gelegt werden muss? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es wird tatsächlich jedem in die Wiege gelegt. Also jeder hat diese Gabe und Fähigkeit, tatsächlich mit der geistigen Welt, mit Gott, mit Jesus, mit Maria zu sprechen. Also jeder hat diese Fähigkeiten. Bei vielen Menschen ist es leider noch im Untergrund. Okay. Ja. Und du lernst einem das wieder, also du kitzelst uns das wieder hervor. Ja, also wir lösen ganz viele Blockaden tatsächlich. Ich darf mit der geistigen Welt deine Kanäle öffnen. Sie werden dadurch geöffnet und wir versuchen einfach dann den Zugang zur Akasha zu bekommen. Und das klappt auch eigentlich innerhalb von wenigen Minuten. Also die erste halbe Stunde, ich kann es garantieren, ist tatsächlich der Zugang da. Wow. Und Ja. dann nennt man sich Medium oder wie ist das? Oder was ist da der korrekte Name? Also eigentlich ist es tatsächlich eine Medium-Ausbildung. Allerdings hat sich meine Akasha-Chronik etwas erweitert und verändert. Meine Ausbildung heißt jetzt Engel des Lichts mit Zugang zur Akasha-Chronik für Mensch und Tier. Ich lehre den Zugang zur Akasha-Chronik. Ich lehre auch die Kommunikation zu den Engeln. Du darfst mit ihnen kommunizieren. Du lernst sie kennen und es gibt da oben haufenweise Engel. Und natürlich zeige ich dir auch, wie du mit Tieren sprechen kannst. Also Also, mit die Tierkommunikatoren oder? ja, also wie Tierkommunikation, aber wenn wir das Ganze über die Akasha machen, hat es nochmal eine andere Qualität. Und es ist sogar möglich, auch den Tieren die Ängste oder die Traumata oder auch verschiedene andere Blockaden zu nehmen und heilen zu lassen. Wow, okay. Und was unterscheidet denn jetzt deine Technik von anderen Akasha-Chronik-Lesen? Ich ja, habe da auch schon davon gehört, dass es das gibt und mache es zum Teil auch selber. Heißt meine Technik? Ich coache nur im Einzelcoaching. Also das heißt nur du und ich. Deswegen kann ich absolut individuell auf dich und deine Probleme, Blockaden oder auch beim Lesen tatsächlich darauf eingehen, wo du gerade stehst. Das ist mega. Also da kommt man dann viel tiefer als in einer Ja, Gruppe. Und ich natürlich. glaube, du machst noch zusätzlich andere Sachen, was andere nicht anbieten. Ja, das ist ja das mit den Tieren noch mit dazu. Okay. Und eben dieser Kontakt zu den Engeln. Also eigentlich ist diese Ausbildung tatsächlich, du bist dann auch Engelmedium, du Wow. bist Jenseitskontaktmedium, weil also der Jenseitskontakt mit Verstorbenen findet natürlich auch statt. Du bist Tierkommunikationsmedium, ein Akasha-Chronik-Medium und sogar noch ein spiritueller Lebensberater. Wow, okay. Ja. Super. Wie bist du denn darauf gekommen, in diese Richtung zu arbeiten? Ich nehme an, du hast da beruflich sicher auch einen Umweg gemacht.
Ja, also ich bin zur Spiritualität selber durch meine Dualseele gekommen. Der Dualseelenprozess kann ein langwieriger Prozess sein, also viele doktern da tatsächlich Jahrzehnte rum. Also dadurch bin ich da so reingekommen, dass dieser Kontakt da stattgefunden hat mit Engelkarten. Also man hat sich dafür interessiert, man hat nachgelesen. Also es war dann auch immer wieder ein Wow-Effekt, wenn man Karten gelegt bekommen hat in verschiedenen Gruppen, Dualseelengruppen zum Beispiel, und dann so, das hat tatsächlich jetzt so funktioniert. Also war wirklich immer sehr spannend. Und deswegen habe ich dann ja irgendwann gesagt, ich möchte natürlich auch eine Ausbildung machen. Ich hatte aber vorher schon Gespräche mit Gott, und deswegen war für mich die Engelheiler-Ausbildung etwas stumm. Also das war rein auf die Liege legen und dort seine Energien mit den Engeln wirken zu lassen. Aber ich wollte immer Antworten vom Himmel haben. Also ich wollte immer den Himmel hören. Und deswegen habe ich dann natürlich auch meine Akasha-Chronik-Ausbildung absolviert und bin dann gleich in die Vollen gegangen. Wow, super. Ja. Hast du denn einen Tipp jetzt für die sich dafür interessieren? Ja, sie dürfen gerne die Ausbildung bei mir machen. Genau, und danach kann man ja dieses dann auch beruflich anbieten. Ja, auf alle Fälle. Also bei mir ist es ja sogar so, im Endeffekt ist diese Ausbildung auf 4 Module gestützt. Du lernst im ersten Modul erstmal deine eigene Akasha-Chronik zu lesen, deine Blockaden aufzulösen und zu transformieren. Im zweiten Teil zeige ich dir, wie du das Ganze bei anderen Menschen anwendest und liest natürlich. Und im dritten Teil kommen dann die Tiere mit ins Spiel. Und im vierten Teil geht es dann um dein Business. Wow, also im Prinzip hat man dann auch ein neues Leben. Auf alle Fälle. Also ich unterstütze auch nach deiner Ausbildung, dass du tatsächlich in deine Selbstständigkeit kommen darfst. Wow. Ja. Das klingt sehr spannend. Danke vielmals. Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Jetzt so, bevor wir den Knopf drücken und ausschalten? Glaubt an euch. Ja. Ja, glaubt an euch und vertraut auf Gott. Ja, und sonst kann man sich an dich wenden und du bildest einem aus, dass man dann vertraut. Ja, auf alle Fälle. Ja. Also wer möchte, kann auch gerne zu meiner Facebook-Gruppe mit dazukommen. Wie heißt die? Ausbildung Akasha Chronik, mediale Förderung. Und wir werden deine Homepage einblenden, sodass die Leute dich auch finden, respektive mit dir dann in Kontakt treten können, auch wenn sie kein Facebook haben. Sehr gerne. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.